Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Next Car Game, das jetzt Next Car Game Wreckfest heißt. Ja, ich habe jetzt auch mal mitbekommen, dass es ein neues Update gab und das werde ich mir jetzt mal anschauen. Ich sehe direkt oben rechts, es gibt jetzt XP und Credits. OMG, das geht ja gar nicht. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht den ganzen Kram kaufen, wenn ich mein Auto aufrüsten will. Aber naja, werden wir sehen. Und es gibt ein neues Auto, wie ich sehe. Die anderen kennt man ja schon. So. Was? Das sieht doch schon mal ganz cool aus. Was kann denn das? 159 PS. Wie viel hat denn dieses? 291. Ein minimaler Unterschied. Das wiegt aber auch fast 1,7 Tonnen. Während das nur eine Tonne wiegt. Das, würde ich sagen, haut schon mal einiges wieder raus. Also, machen wir doch erstmal. Was bringt denn das? Das macht das Ding langsamer. Eieieiei. Nee, das geht ja gar nicht. Also, nee. Das macht das Ding schneller. Machen wir das auf jeden Fall. Dann machen wir das mal. Limited Slip Differential, das habe ich bisher, ich hatte bisher immer ein offenes, aber ich habe tatsächlich einen Tipp bekommen, dass ich doch vielleicht mal das mittlere, also Limited Slip Differential nehmen soll. Werde ich jetzt mal machen. Is a perfect choice for dirt and gravel surfaces. Or tarmac. High speed racetracks. Mixed Surfaces. Ich gehe einfach mal von Mixed Surfaces aus. Brakes. Ja, da gibt es noch keine Auswahl. Okay. Standard Tires. Okay. Ich finde das ein bisschen komisch, dass es am Anfang vom Spiel, als das neu rauskam, gab es 3 Reifen zur Auswahl, soweit ich weiß. Und jetzt einfach gar nichts mehr. Sieht ja schon mal ganz cool aus. Sieht auch ganz geil aus. Sieht richtig cool aus. Das mag ich allerdings auch. Super. Das erleichtert den ganzen Kram natürlich. So, jetzt wollen wir natürlich auch mal schauen, was es für neue Strecken gibt. Small Stadium und Stadium kennen wir. Mud Pit kennen wir auch. Figure 8 kennen wir. Gravel Tarmac. Sand Pit kennen wir. Speedway. Eine neue Strecke. Speedway. Das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Oval. Figure 8. Alter, jawohl. Also, es wird, Leute, es gibt jetzt 2 Rennen in diesem Video. Okay. Haben wir mal 15 Gegner, das ist, glaube ich, ganz gut. Okay. Das heißt jetzt im Klartext, dass ich jetzt Stiff Suspension mache, damit das Ding auch schön auf der Straße klebt. So wie sich das nämlich gehört. Und wenn ihr euch wundert, ich klinge heute etwas krank. Das bin ich nämlich auch. Das ist ein bisschen scheiße. Ich habe seit gestern Abend eine ordentliche Erkältung und die schlägt sich leider auch auf meiner Stimme und in meine Offenheit der Nase ziemlich rum. Oh, bitte sag jetzt nicht, dass das kein Asphalt ist. Das sieht aus... Ist das Asphalt? Es muss Asphalt sein. Es ist laut. Okay. Ich will ja nicht, dass euch die Ohren wegfliegen. Ich weiß nämlich nicht, also ich höre es relativ laut, ich weiß aber nicht, wie das für euch ist. Und damit ihr mich natürlich auch noch laut genug hört, werde ich das jetzt alles mal machen. Also das Auto reagiert schon mal sehr direkt auf Lenkbefehle. Was geht da ab? Ich spinne doch. Nein. Oh, verdammt. Oh, verkackt's. Oh, doch nicht. Sehr schön. Das klingt ziemlich komisch, wenn man hier vom Gas runtergeht. Moment. Komisch. Und ich hoffe, es ist nicht so bei euch, wie es jetzt gerade bei mir ist, weil ich höre den Sound tatsächlich fast nur auf dem rechten Ohr. Also den Motorsound höre ich nur rechts. Ich hoffe, dass das bei euch nicht der Fall ist, sondern dass ihr das rundum, so wie ihr es gewohnt seid, hört.
Kann ich allerdings nicht versprechen, weil wenn, liegt es nicht an mir, dass es dann ein neuer Bug, den dieses Spiel hat. Ich würde mal sagen, locker gewonnen, ja, so wie sich das gehört. Und ich muss sagen, das Auto ist recht flott. Das ist schon ordentlich. Und lässt sich gut fahren. Hat was. So, und jetzt wollen wir natürlich auch testen, wie stabil dieses Auto ist. Wenn ich mit so einer Tonne gegen knapp 1,8 Tonnen antrete, eine gute Sache. Bestimmt. Und es gibt Tote und Verletzte. In erster Linie Tote. Alter, yo, ist okay. Willst du mich verarschen? Lol. Lol. Ey! Ja, okay. Ramm mich komplett kaputt. Ist eine Arschkrampe. Sonst geht's noch. Alter, der 13. Das geht ja gar nicht. Oh Gott, die Wurf ist länger als fuck gedacht. War nix. Kit, Karre, Kit. Leider ist das Fahrverhalten und meine Kompetenz, dieses Auto zu steuern, gerade etwas eingeschränkt. Danke, du Sackfalte. Oh Mann. Das ist jetzt ärgerlich. Es wird gleich mit einem stabilen Auto nochmal gefahren. Dann weiß ich das. Du bist... Ich hab's kommen sehen, aber ich hab trotzdem drauf gehalten. Das war vielleicht etwas dämlich. Aber der war schuld, nicht ich. Welche Runde bin ich denn gerade? Dritte. Ich finde, das sollten die noch mal ein bisschen ändern, diese Rundenanzeigen und Positionsanzeigen, dass die nicht identisch mit der Hintergrundfarbe sind, wenn man mal gegen das Licht fährt. Weil das ist etwas scheiße. Zum Beispiel jetzt sehe ich meine Position nicht mehr. Ist zwar immer nur für kurze Strecken, aber ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Oh verdammt! Nein! Okay, stabileres Auto. Es liegt alles an diesem Auto. Nicht an mir. Ich habe Credits dazu gekriegt. Sehr schön. Was nehmen wir denn jetzt mal? 270. An sich finde ich ja... Der wiegt 1,7 Tonnen fast. Der wiegt 1,7. An sich kommt man ja mit dem immer noch am besten klar. Ist einfach so. Jetzt setzt sich eine Fliege auf meinen Bildschirm. Dreistes Vieh. Dreistes Vieh. Jetzt gehe ich mal ein bisschen hier auf Beschleunigung. Ehrlich gesagt. Das sieht garantiert... Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Das war das, was ich wollte. So, und jetzt testen wir das Ganze nochmal, weil jetzt... Das muss ja wohl mal klappen hier. Also mit 13, da gebe ich mich jetzt diesmal nicht zufrieden. Weil ich habe Zeit. Also eigentlich nicht, aber... Ich müsste eigentlich etwas mit der Schule tun. Tja. Der letzten Woche vor den Ferien. Ist klar, Lehrer, leckt mich. Letzte Klausur ist geschrieben. Ich muss nichts mehr lernen, also scheiße Hausaufgaben. So. Oh, da hat's aber. Oh, wie schön. Sowas freut mich. Sowas freut den kleinen Lehrer. Nein! Ist doch alles kacke. Oh Mann. Laut den Update-Sachen
laut den... Ach du Scheiße! Schränkt das Auto jetzt gar nicht ein oder so. Also laut dem, den Update-News war es so, dass du tatsächlich bei geringen Karambolagen, also mit geringer Geschwindigkeit, den Schaden etwas minimiert haben, dass man das optisch nicht ganz so sieht, dass das Auto nicht unbedingt gerade mal einen Meter kürzer wird, wenn du mit 10 km/h an den Rand fährst. Ich glaub dem das nicht. Ja, da hat sich schon wieder einer überschlagen. Was machen die denn immer? Und ich hatte gerade irgendeine Anzeige unten links über meine Autoanzeige. Da stand irgendwas, aber ich habe es nicht gelesen. Verdammt. Das war bestimmt wichtig. Alter! Jetzt zieht auch nicht so nach... Alter. Das ist alles die Schuld des Autos. Ich kann dafür nichts. Ich hab den doch noch überholt! Mann, ey. So, jetzt setze ich mich mal richtig hin und jetzt geht's ab. Ich sag's nicht. Das kann doch nicht angehen, so. Nein! Oh Gott! Alter, was geht da ab? Das ist doch nicht mehr normal. Das ist eine reine Karambolage, ey. Das Schlimme ist, das passiert nicht mal auf der Kreuzung, so wie das eigentlich bei hier 8-Ball oder wie das heißt, gedacht ist, sondern das passiert zwischendurch in den Kurven. Eigentlich sollen sich die Autos auf der Kreuzung über den Haufen fahren. Eigentlich. Nicht auf dieser Strecke. Ja, ich schaue da immer mal zurück, ob ich irgendwen knapp verpasst habe und ein bisschen Glück hatte. Oder ob ich volle Granate weggerammt werde. Das war jetzt dumm. Okay, da kam keiner. Sehr gut. Das heißt, ich kann auch ein weiteres Mal entspannt über diese Kreuzung fahren, hoffentlich. Hoffentlich. Ich will jetzt nicht in der letzten Runde nochmal einen Unfall auf dieser Kreuzung haben. Werde ich aber auch nicht haben. Offenbar! Scheißdreck! War jetzt alles gut. War so geplant. Ich wollte nur mal ein bisschen Nervenkitzel mit reinbringen. Okay. So, läuft das so, läuft das. Wenn der vom Computer gesteuert wird, kann der schon wieder nicht mehr bremsen, weißt du? Ah, jetzt sehe ich, das habe ich bisher noch nicht gesehen, die Autos sind ja in Klassen jetzt eingeteilt, das ist ja der Hammer. Es gibt jetzt B- und C-Autos. Ich bin mal gespannt, ab wann es noch andere weitere Autoklassen gibt. Ja, genau. Also insgesamt, ich bin gespannt aufs nächste Update. Jetzt habt ihr hier das auch gesehen, das Auto ist so eine Sache. Es ist besser als diese Karre hier. Aber an sich, ja, okay, das hier macht immer noch am meisten Spaß, das Schöne. Ja, ich bin mal gespannt auf weitere Strecken, auf weitere Autos und ich hoffe, dass die da relativ schnell ein neues Update bringen, weil momentan scheint das ja tatsächlich der Fall zu sein, dass die wirklich heftig da dran sind, das Spiel weiterzubringen, was ich nur begrüßen kann. Und ja, bald wird es dann auch Multiplayer-Videos geben mit dem lieben Grinch, weil der hat das Spiel ja auch und... Den Multiplayer soll es ja jetzt auch geben. Also, lasst euch überraschen. Wir hören uns entweder im Multiplayer oder im nach dem nächsten Update. Und bis dahin, haut rein. Und wir hören und sehen uns in einem weiteren Video. Macht's gut.